Ja, also ich finde das ja geil, ne? Wenn man sich das mal anguckt, wie dreckig der Bus ist. Und die Karren, die werden bei so einem Wetter so dreckig. Man kann ja das Nummernschild kaum noch lesen. Ich finde das klasse. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind unterwegs in Gladbeck, auf der Gladbeck-Map. Allerdings die Version 5.1 Beta noch, weil ich das hier aufzeichne noch ganz, ganz spät Ende November und da steht mir noch die andere nicht zur Verfügung. Aber gut, hier diese Runde sollte da noch nicht so viel ausmachen, denke ich, meine ich, hoffe ich, glaube ich. Ja, wir sind mit der Linie 247 unterwegs und zwar auf dem Rückweg wieder nach Gladbeck zur Menzelstraße und waren in Gelsenkirchen-Buer am Rathaus gestartet. Und hier friert bei minus 14 Grad Außentemperatur unser Manfred. Ja, was läufst du auch im kurzärmeligen Hemdchen rum? Und mal gucken, ob er meckert, wenn er einsteigt. Ich mach mal die Pause raus. Und dann schauen wir mal. Wir haben sowieso 13 Minuten Verspätung, weil wir so einen dummen Unfall hatten und die Polizei gerufen haben. Aber ist ja egal, der ist wahrscheinlich schon festgefroren und kann eh nicht einsteigen. So, Türen auf. Ist ja viel zu spät. Ist kalt draußen. Ja, siehst du, ich hab's gewusst. Dann zieh dir eine Jacke an. Ich kann's nur wiederholen. Aber wir haben ja hier drin minus 8 Grad. So viel wärmer ist das hier auch nicht. So, weiterfahren. Ach so, ich muss mir noch meine Hilfen anmachen, sonst finde ich den Weg nicht. Ach ja. Nächste Haltestelle, Xantener Straße. Xantener Straße. Ja, bis nach Xanten fahren wir jetzt nicht. Und wenn wir nach Xanten fahren würden, ja dann würde ich auch noch weiterfahren bis nach Kleve und würde die Frau Nicole Melanie Richter besuchen, weil die da nämlich wohnt in Kleve. Ja. Ja, 40 bei dem Wetter ist zumutbar. Wir kommen sowieso viel zu spät. Es ist Winter und wir haben hier den 11. Dezember. Ich glaube, in Real müsste mit Erscheinen und Veröffentlichen dieses Videos der 15. Dezember sein. Ja, was soll ich sagen? Es weihnachtet sehr. Und deswegen habe ich ja auch dieses Wetter und diese Jahreszeit genommen. Ich möchte so versuchen, so ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung hinzukriegen. Und ganz ehrlich, welche Karte eignet sich dafür besser als die Gladbeck-Karte? Warum? Werdet ihr noch sehen. Bleibt mal dran. Wenn auch nicht in dieser Folge. Ah, sind ja wieder pünktlich Ja, heute. vielen Dank auch. Mods, Mecker, Schepper. Ich lass mich aber nicht ärgern. Nö. So, weiter. Nächste Haltestelle, Nienkampfstraße. Nienkampfstraße. Wir haben in Kiel hier einen Niemandsweg. Und da ist die Irrenanstalt, die psychologische Klinik, die geschlossene ist da auch. Da war ich sogar schon mal drin und habe jemanden besucht, der da drin gewesen ist, weil er sich fast totgesoffen hätte. Aber das ist lange her. Was denn? Und das schneit wie verrückt. So, das sollte es sein, ne? Nienkampfstraße, jawohl. Ich kann das gar nicht sehen im Spiegel. Ist das die Kante da oder ist das irgendwie Schnee? Es ist richtig kalt hier drin. Ja, draußen ist noch kälter. Was sagst du jetzt? Ich habe doch schon die Heizung angemacht, aber ich habe immer noch nicht nachgelesen, wie ich die da so ein bisschen. Oh, wo muss ich eigentlich lang? Geradeaus? Ich weiß nicht, habe ich irgendwas verpasst? Ah, ich habe schon wieder falsch geklickt. So, jetzt ist der Ton wieder. Ja, ich muss links. Okay, also links. Und ich habe Vorfahrt. Ich habe Vorfahrt. Ich habe nicht auf. Also, ja, so darfst du. Du fährst mir jetzt nicht in die Karre. Ich habe Vorfahrt. Das weiß man bei euch Brüdern hier ja nie so genau. Ihr macht ja die dollsten Sachen. Ah, das ist glatt. Scheiße.
denn jetzt? Oh, das war jetzt aber echt ein glatter Unfall. Ich konnte nichts mehr machen. Ich lasse euch nicht raus. Wie käme ich denn dazu? Pah, nix da. Ihr seid eingestiegen. Jetzt müsst ihr da auch durch. Ist aber Hammer. Ich bin voll gerutscht. Das war jetzt echt derbe. Hey, sah das nur so aus oder sind die jetzt echt ausgewichen ganz an den Rand? Die entgegenkommenden Autos. Na, steht da alle an der Tür? Ach, ihr seid vielleicht ein paar Memmen. Ehrlich wahr. Seid doch gerade erst eingestiegen. Draußen ist doch so kalt. So. Irgendwie kommen die Schneeflocken so komisch runter. So. Irgendwie. Eigenartig. Naja. Muss ich denn geradeaus? Ja, ist hier rechts vor links? Ich weiß nicht. Na, wenn der stehen bleibt, da fahre ich doch. Ach, Mensch, 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 Mensch. Boah, ich habe da gerade lenken und bremsen und nicht bremsen und nicht lenken. Egal, was ich machte, ich rutschte einfach weiter. Ich habe das nicht mehr fangen können. Ist richtig geil. Richtig echt. Oh, hatte ich denn schon? Nächste Haltestelle, Mehringstraße. Genau, und die ist hier. So, jetzt könnt ihr abhauen. Bus leer? Ah, dahin steht auch noch jemand. Ja, wieso muss ich das wirklich hier drücken? Ja. Na gut. Hat aber auch nicht wärmer hier drin irgendwie. Ich muss mal gucken, wo ich denn da noch mehr heizen kann, mehr Gebläse machen kann. Draußen sind minus 14, hier sind minus 8. Ich habe es also geschafft, 6 Grad wärmer als draußen, aber naja, von warm kann ja wirklich keine Rede sein. Es wird einem ja hier dann glatt der Kaffee im Becher gefrieren. Nächste Haltestelle, Ginsterweg. Ginsterweg. Krawel, Krawel. Wie heißt das? Es knistert der Hain im Ginster oder irgendwie sowas. Nee. Gibt's doch irgendwie sowas. Für einen guten Loriot. Ja, aber nicht so schnell fahren, sonst flitsche ich gleich wieder gegen Schild. Ist eigentlich irgendwas kaputt gegangen? Mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Aber ganz schön stabile Verkehrsschilder haben die hier, muss ich ja mal sagen. Normalerweise knicken die um. Ja. So, ich muss abbiegen. Sehe ich mal gerade. Erstmal muss ich aber anhalten. Sehe ich mal gerade. Und dann muss ich da in das Haus reinfahren. Ja, ich weiß, ich bin albern. Gute Miene zu bösem Spiel. Will hier jemand rein? Oder nicht? Oder doch? Offensichtlich nicht. Ich bin ja ganz alleine. Ach, das ist doch Oll. Nur wegen einer Viertelstunde Verspätung. Na gut, so, jetzt aber hier. Rechts ab. Boah. Ich kann jetzt so schlecht im Spiegel was sehen. Wartet, wartet, wartet. Du wartet doch mal. Oh, Mann. Nächste Haltestelle, Vossstraße. Die Vossstraße. Ja. So ist das eben, ne? Adventszeit, abends um 17.14 Uhr. Ist ja noch gar nicht so spät. Ah, jetzt kommen wieder Fahrgäste. Jetzt muss ich wieder vorsichtiger fahren. So, was habt ihr zu meckern? Guten Tag. Guten Tag. Alles brav, wir haben es aufgegeben. Recht so. So, und weiter. Hier ist schön beleuchtet, finde ich gut. Nächste Haltestelle,
Schwedenstraße. Die Schwedenstraße. Müsste ich eigentlich mal eine Durchsage machen, ne? Liebe Fahrgäste, hier spricht Ihre Fahrerin. Wegen eines kleinen Unfalls sind wir etwas verspätet dran. Ich bitte dies zu entschuldigen. Irgendwie sowas würde ich wahrscheinlich sagen, also im Realen. Bei einer Viertelstunde, das ist schon viel. Aber sowas kann ja mal passieren, ne? Gerade im Winter. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät dran sind? Nein, gut, dass du es sagst. Ich dachte, ich wäre pünktlich. Arsch. Puh. Minus 9 Grad, es ist kälter geworden. Klar, vor allen Dingen die Stimmung ist kälter geworden. Nächste Haltestelle, Scheideweg. Scheideweg. So. Okay. Ah, da ist er doch. Ja, Mensch, wenn dir kotzübel wird, dann guck doch nicht die ganze Zeit in den Spiegel. Jetzt ist alles kaputt. Ist der Scheibenwischer kaputt? Was ist denn passiert? Ich bin doch nur über den Bordstein gefahren. Wieso geht davon denn der Scheibenwischer kaputt? So, jetzt mache ich hier mal. Ist ja alles wieder heil, ne? So einfach ist das. So, und du willst aussteigen, ja? Ja gut, ist schön kalt draußen. Tschüss. Da muss ich ja hier wahrscheinlich... Ja, ist alles zu spät, natürlich. Ach ja, das ist ja mal wieder schön in die Hose gegangen. Das ist ja auch schwer, ne? Aber ich finde das echt super knorke. Wie die Karre jetzt hier dreckig geworden ist. Die müsste ich waschen. Und waschen kann ich die ja wo? Am Busbahnhof, ne? Oder am Betriebsbahnhof? Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ich bin. Ich muss mal gucken, ob ich mich so mal ein bisschen orientieren kann. Oh Gott, bei dem Wetter kann ich mich nicht orientieren. Da muss ich mal blind losfahren. Ich gehe jetzt mal erstmal raus aus diesem Fahrplan. Und mal gucken, ob ich eine Tankstelle oder den Betriebshof finde. Ich fahre mal einfach ein bisschen drauf los. Mal sehen. So. Gut. Ah, da müsste ich eigentlich noch hingehen, damit das richtig ordentlich ist. Nicht Leerfeld. Gibt es nicht so was Betriebsfahrt oder sowas? Ja, alles durcheinander. Betriebshof. Fantreffen. WM 2014. Ach ja. Nee. Betriebsfahrt gibt's nicht. Was ist denn, wenn ich Leerfeld mache? Macht er wirklich leer? Macht er wirklich leer? Ja, okay. So, fahren wir mal. Fahren wir mal. Oh, ich rutsch schon wieder. Verflucht. Ich konnte nicht lenken. Ist ja irre. Das ist ja echt Knorke. Gladbeck Zentrum, fahren wir da mal hin, weil ich will ja mal gucken, ob ich da irgendwie zu dem Betrieb... Boah, scheiße! Verflucht! Ey, wir brauchen Streuwagen. Das ist ja Hammer. Das ist richtig, richtig krass. Müsste man eigentlich mal von außen gucken, ne? Ob da doch wirklich so ein Geschlitter ist. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo lang. 257.
steht denn da? Kommt von da. Ich fahre mal einfach hier rechts rum. Aber wenn ich da mal rumkomme. Ich bin viel zu nah an der Kante. Das schaffe ich im Leben nicht. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Oh Mann. Ah, nee, nee. Eigentlich ziemlich albern hier, ne, sowas zu versuchen. Wieso kann ich jetzt nicht... So. Und jetzt vorwärts. Na siehste, geht doch. Ist doch ganz einfach. Vielleicht komme ich ja irgendwo nachher der Oberhof oder so hin. Von da aus weiß ich nämlich, wo dann der Betriebshof ist. Ansonsten Zweckler Markt. Hier bin ich da auch schon mal gewesen. Aber gibt es mehrere Markt? Das ist ja so eine riesige Karte. Da kann man sich echt verlaufen. Hm. Ich fahre... Oh, das war rot. Scheiße. Jetzt habe ich so auf den Weg geachtet. Oh, das ist wirklich, also es ist wirklich absolut ein Blindflug hier. Händelstraße, das finde ich jetzt nicht, schon gar nicht im Dustern. Ich mache folgendes, erstmal bremsen. So. Und dann kann ich ja sagen hier, so, ne? Fupp. Ist das so weit? Ach ja. Ich habe mich nicht vom Unfallort entfernt. Das ist doch alles nur Trugschluss. Oh ja, hier so. Wo bin ich denn hier? Ach, ich bin in der Halle drin. Ah ja, okay. Okay. Kann ich jetzt hier waschen? Dazu will ich den auch richtig sehen. Guckt euch mal die Dreckschleuder an. Ist ja unfassbar. Unglaublich. Ja, wir nehmen uns als nächstes noch eine Linie. Hier auf der Gladbeck. Ist kaputt gegangen? Nee, tatsächlich. Ja, sicher, ist schon wieder alles total kaputt. So, jetzt geht alles wieder. Reparieren ist ja einfach, ne? So. Und, jetzt müsste, hoppala, jetzt müsste hier eigentlich das Waschen funktionieren. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Och Mensch. Kann ich die Karre nicht waschen? Wo muss ich dafür hinfahren? Oder geht das nur da drin? Normalerweise kann man im Betriebshof... Vielleicht muss ich hier zwischen den Linien sein. Kann man den Bus waschen? Ach, das geht nicht. Das ist ja blöd. Schade, ich hätte jetzt gerne den Bus noch gewaschen. Aber die Zeit ist eh abgelaufen und ich mache da mal eine andere Linie beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten, dann sehen wir uns, nee, ansonsten oder auch dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Bis dann, bye bye, tschüssi.